So, willkommen zurück zur zweiten Folge. Es ist immer noch die gleiche Chaosbesatzung am Start. Wir sind wieder am Leben. Sind vor Anker gegangen. Jetzt ist die Frage, da ist noch was im Wasser. Wollen wir uns das jetzt noch holen oder belassen wir es dabei, dass Fridolin uns fast abgemurkst hätte? Also ich muss sagen, ich habe schon Angst vor diesem Hai. Ja, okay. Außerdem sehen wir ihn jetzt nicht mehr. Es ist ganz schön dunkel. Ja, stimmt, das ist dunkel. Sagen wir, wir lichten die Anker. Fahren jetzt mal oh, wir müssen... guck mal, die Ankerspindel bricht, wenn man... oder Spill, wie das heißt, bricht, wenn man den Anker so schmeißt einfach. Echt? Oh. Ja, ich gehe mal kurz ein Holzbrett holen. Vielleicht sollte man den doch nicht so in voller Fahrt werfen, ja. Ja, im Zweifel... Wir haben es doch bei Pirates of the Caribbean und bei Battleship gelernt, dass das so funktioniert. Na. Okay. Okay. Können wir jetzt den Anker wieder lichten? Haben wir noch irgendeinen Outpost in der Nähe? Nee. Wir sind an einem Outpost vorbeigefahren. Warum? Weil wir da noch schnell die Beute abgeben könnten. Wir haben hinter uns den Outpost, ne? Wir könnten auf kleine Fahrt gehen und den Outpost hinter uns ansteuern. Ach, hier ist ja direkt einer, ja. Ja, jetzt. Ne, komm, wir holen jetzt noch das da hinten schnell. Wir holen jetzt den, wir erfüllen jetzt endlich unseren Auftrag. Dann, genau. Das ist ja nur der erste Teil von dem Auftrag. Da gibt's ja ganz viele Teile. Also. So. 8 Teile. Sams, wir müssen die Segel neu einstellen, weil wir gegen den Wind fahren. Ach so, okay. Also würde ich mal Segellänge, Segelwinkel rechts. Wenn wir ganz rechts einstellen. Mal überhaupt das Segel runterlassen. Jawohl. Mittelsegel steht. Wir machen Fahrt. Bist du am Steuerrad? Ja. Okay. Hintere Segel steht auch. Schaut auch ganz gut aus eigentlich. Jawohl. Tipptopp. Ich prüfe mal den Kurs. Wir fahren immer noch ziemlich genau nach Nordosten. Ja, mach mal. Ja, nee, wir haben ein bisschen gedreht. Wir müssen auch demnächst eine Kurskorrektur dann genau nach Norden machen. Okay. Da taucht jetzt vor uns circa 1 Uhr, also leicht bugrechtslastig, eine Insel auf. Ja. Und wenn wir vor der Insel sind, drehst du auf Norden ein. Also Backbord nach Norden eindrehen. Ja. Wir haben jetzt da vorne erstmal einen Felsen. Ja, den umfahre ich. Ja, aber Backbord. Links, ja, genau. Ich weiß, dass es hier so Akkordeons und so einen Spaß gibt. Da kann man sich dann vorne hinstellen und einfach... Aber wo ist denn das Akkordeon? Haben wir da schon? Ja, auch in deinem Inventar, mein Lieber. Ja, klar. Nee, ich habe kein Akkordeon in meinem Inventar. Ich habe eine Schaufel. Ich habe eine Schaufel. Ja, es gibt da noch ein zweites Teil vom Inventar. Ah, nice. Jetzt habe ich's. Oh, wir müssen noch weiter nach Backbord. Sonst krachen wir da wieder gegen den Felsen. Das wollen wir nicht. Ja, aber wir drehen tatsächlich schon gut ein gerade. So dunkel hier in der Nacht, unglaublich, ich sehe nichts. Ja, sieht alles gut aus. Okay, dann mache ich jetzt den Kurs wieder gerade. So richtig viel Fahrt nehmen wir irgendwie nicht auf, ne? Weil der Wind einfach ja, wir gegen auch den Wind fahren, ja. Ich guck mal, ob ich die Segel noch mal. Also die Segel sind auch nicht. Ich fahre auch nicht auf voll. Sind nicht ganz voll eingestellt. Ich guck mal, ob ich hier noch was weiter rechts drehen kann. Aber wir sind auf maximal. Wir fahren halt jetzt gerade genau gegen den Wind. Mhm. Ich fürchte, mehr Fahrt ist jetzt einfach gerade nicht drin.
Außer wir fangen jetzt an zu kreuzen, aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich check mal kurz die Karte. Kurs ist sehr gut. Sehr schön. Du kannst sein, dass wir von der linken Backbordinsel gleich Schüsse abbekommen. Echt? Da sind so Kanonentürme, ja. Kann sein, dass wir dann reparieren müssen. Ja. Ja, dann benutze ich mal die Kanone hier. Ja, kannst mal auf so einen Turm schießen. Ja, du musst aber erstmal Kugeln holen und laden. Achso, ist die nicht geladen? Nee. Das hätten wir vielleicht vormachen sollen. Ja, stimmt. Was braucht man zuerst? Schießpulver oder Kanonenkugeln? Einfach nur Kanonenkugel. Achso. Schießpulver braucht's gar nicht, okay. Braucht man, glaube ich, nur für die für deine Pistole. Brandbombe, Kettenschuss, Donnerbombe. Okay. Ich lade Sag mal, jetzt... ist die Insel, die da vor uns liegt, ist das die Insel, die ja, wir brauchen? Ja, müsste schon sein, ja. Ja, wir fahren gerade genau drauf zu. Das müsste die... Perfekt. Die letzte Insel sein. Warte, ich prüf gleich mal. Ich lade nur kurz die Kanone. Kanonenkugel geladen. Kanone geladen. Geladen. Captain Backbord, seid ihr feuerbereit? Sehr gut. Steuerbord lädt. Muss mir auch mal ein paar Kugeln holen, glaube ich. Steuerbord geladen. So, Unterdeck sieht auch gut aus. Ja, das ist es. Alle Segel einholen, wir machen kleine Fahrt und dann werfen wir den Anker. Ja, ich würde sagen, Vordersegel geht hoch. Mittel, ja. Und dann, nur auf Halbmast fahren. Wir sollten auf die linke Seite der Küste noch zusteuern, weil da tun wir doch gerade Türme. Ja, noch ein Stückchen mehr. Okay, warte, ich gehe ans Steuerrad. Achso, du machst. Achso, ja. Ja, alles gut. Wird gut. Dann hole ich hier das Segel. Ja. Greifen die Kanonentürme immer an? Ja, ja, automatisch. Okay, weil die vorher haben uns nicht angegriffen. Ja. Okay, Anker geht runter. Warte, Mittelsegel ist noch. Lass noch ein Stück weiterfahren. Wir fahren hier in die Bucht ein. Oder halten vor der Bucht, besser aber gesagt. Aber hier kommt schon Land. Oh Gott. Hä? Nee, ah, alles wir fahren gut. Dran vorbei. Oder auch doch nicht. Ja, ja. Nee. Mittelsegel kommt. Wir müssen, glaube ich, Schadensbegrenzung machen hier. Ah, Damage Control Teams. Oh ja. Wir haben ein Leck. Ja, kriegen wir alles hin. Okay, Leck ist repariert. Wo zur Hölle? Ah, ich vergesse immer, wo die Treppe ins Unterdeck ist. Jetzt müssen wir noch kurz ausschaufeln, ne? Ach, du hast schon. Alles repariert? Ich nehme ruhig nochmal einen Eimer mit. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was. Ja, ja. Nee, tatsächlich nicht. Ah, doch. Okay, ist das hier die richtige Insel? Das ist unsere Insel, jawohl. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Schatz liegt. Also du kannst ja auf Q und dann auf Leertaste gehen und dann auf die 1. Das ist die richtige Schatzkarte. Ja. Und dann da, wo die Kreuze sind, liegen die Truhen. Okay. Das heißt, ja, das wir, heißt müssen jetzt wir müssen schon ja am eigentlich ersten direkt bei einer Punkt sein. Punkt einer Truhe liegen, ja, ja, richtig. Irgendwo dort. Hier hinten hätte ich jetzt gesagt, oder? Da ist so ein Felsen. Unser Schiff liegt ja genau vor der Spitze. Ja. Das ist eine Rattlesnake. Hier ist die Kiste. Lagerkiste aufnehmen. Sams, ich wurde vergiftet. Oh Gott. Also ich nehme gerade Damage. Ich nehme gerade Damage over time. Irgendwie. Hm. Ja, dann ist eine Banane. Ja. Okay, Damage ist vorbei. Ich werde trotzdem meine Banane essen, damit ich wieder full life bin.
Ah. Oh, Skelette, ich höre Skelette. Ja, da sind zwei Skelette. Das sind drei Skelette. Hm. Eins ist tot. Sehr gut. Zwei. Drei. Vier. Sehr schön. So, warte, jetzt muss ich aber immer noch, jetzt muss ich mir kurz neue Pistolenmunition holen. Was bist du hier? Holzbrett? Ja, aber ich hab doch Holzbretter, warum ist denn? Wir haben übrigens im Mitteldeck schon wieder ein Loch gehabt. Oh, das ist nicht gut. Naja, gut, Mitteldeck ist ein bisschen ärgerlich, aber. Ah, ich hab die Kiste gefunden. Boah, die hat einen goldenen Diamanten obendrauf. Kleidertruhe, Ausrüstungstruhe, Arsenal. Wir haben sogar so eine Art Scharfschützengewehr dabei. Ja. Hallo, nicht unter Deck schießen, bitte. Oh, Entschuldigung. Ja, ich vergesse immer, dass man zur Ausrüstung... Philipp, schau dir die Trümmer mal an hier. Ja, warte. Guck dir das mal an, ey. Boah, Junge, das ist ein Ding, richtiger Trümmer hier. Warte mal, wo kann ich Munition für meine Pistole holen? Weißt du das? Weiß ich nicht, da müsste es irgendwo ein Munitionsfass geben. Proviantfass? Du bist es nicht. Kleidertruhe, Ausrüstungstruhe, Arsenal. Begleitertruhe? Ah, da kann man sich so Vögel und so einen Spaß ranzüchten. Mhm. Wasserfass? Du kannst dir hier auch was zu trinken geholt. Nee. Ja, mach das nicht, sonst bist du. Nee, ich wollte eigentlich jetzt hier einen Schluck Wasser nehmen. Ach so, ah, okay, geht das auch. Wo ist das Munitionsfass? Hier sind Kugeln. Nice. So, was zu trinken geholt. Ausrüstungstruhe. Ah, hier, Munitionskiste. Wo? Gefunden auch, oder? Ah, hier, ja. Gut, jetzt habe ich wieder volle. Oh Gott, da war doch Grog in meinem Krug und kein Wasser. Junge, ich habe einen Krug getrunken. Was hält denn der gute Mann aus? Ja, nicht viel. Okay, wo ist die nächste Kiste? Ich habe da auf irgendwas geschossen im Wasser. Wollen wir ein Stück weiterfahren, Sams? Da ist ein Piraten-Captain. Wo? Oh Gott. Hier direkt vor uns. Ja, pass auf, ich lichte den Anker, wir machen eine kleine Fahrt voraus und knallen den mit unseren Bordkanonen weg. Was hältst du davon? Okay, probieren wir's. Lass mal kurz das Vorsegel schon mal runter. Mit dem Sniper schon mal 5 Schütze gedrückt. Der Wind kommt von Starboard. Backboard. Aber nur ein Segel runter. Ja, Vorsegel. Am besten das hier hinten. Ach so. Ja oder mach hinten, ist auch gut. Weil das ist näher am Steuerrad. Die Ausrichtung der Segel müsste ja noch stimmen. Ja, geht so. Das kann man schon ganz runter machen, glaube ich. Okay, passt, jetzt machen wir eine kleine Fahrt. Der ist da direkt vor uns, ne? Ja, ich sehe ihn. Ist im Wasser sogar. Du sagst, wenn ich stoppen muss. Am besten jetzt, weil das ganze Schiff bewegt sich ja immer noch weiter, ne? Hol das Segel wieder ein. Ja. Kannst du den Anker lichten? Segel ist eingeholt. Anker setzen, meinst du? Ja, setzen, ja. Die Kanone schießt ein bisschen zu weit. Hast du den Anker gesetzt? Ja, Anker kommt. Ich töte den Captain. Also ich versuch's zumindest. Hat einen Hit von mir. Alter, jetzt, wir haben ihn. Wir werden beschossen. 6 Uhr Position. Ich hab einen Schädel und hier ist noch eine Karte. Kannst du Ach du Scheiße, oh Gott, nee, kann ich nicht. Wir müssen hier weg. Oh Gott, wir müssen hier weg. Oh, unser Scheiße. Schiff nimmt Schaden. Komm wieder an Bord, komm wieder an Bord. Ja, die Kanone hat sich auf uns eingeschossen. Oh Gott. Wir haben definitiv Schaden im Mitteldeck. Hecksegel setzen. Ja. Ruderhart, Steuerbord, kleine Kraft voraus. Wir gehen hinter der Insel in Deckung.
Okay, Segel ist runter. Ja, Anker braucht noch einen Moment. Anker ist raus. Gehst du ans Ich gehe reparieren. Ja, okay. Ich gehe reparieren. Ja. Oh Gott, das müsste hinten sein, der Schaden. Der Schaden doch hinten. Ja, ja. Wir hauen ab. Nee, wir fahren um die Insel rum. Schauen wir mal. Fahr einfach nach rechts. Ja. Wir hatten tatsächlich nur einen Damage Point aufgenommen. Naja, wir fahren ja jetzt auch gerade unter zwei Segeln. Sams hat Steuerbord. Ja, bin ich. Ich hole das Frontsegel wieder ein. Aber da sind überall Kanonentürme. Wir müssen irgendwo anlegen, wo die uns nicht erwischen können. Die haben uns übrigens auch erst angegriffen, nachdem wir diesen Captain da beschossen haben, ne? Ja, aber der Captain ist tot und der hat noch einen Schlüssel fallen lassen. Den konnte ich jetzt nicht aufnehmen. Ja, ich gehe sofort nachgucken. Ich drehe jetzt einfach mal komplett. Dann springst du raus, holst es. Wir müssen doch hier irgendwo anlegen können. Können wir die Segelposition wieder drehen? Ja, können wir schon. Aber ich würde jetzt gerade einfach nur mit der Restgeschwindigkeit weiterfahren. Ja. Und dann den Anker schmeißen. Also wenn du das Schiff jetzt wieder gerade ausrichtest, kommen wir gleich parallel zur Insel wieder raus. Ja. Garstiger Kopfschädel, was können wir denn damit machen? Keine Ahnung. Irgendeine der Kanonen habe ich ja vorher verschossen und nicht nachgeladen. Ich habe auch keine Kanonenkugeln mehr. Ich geh mal kurz neue Kanonenkugeln holen. Wir können auch hier halten und uns mit den Kanonen auf die Insel schießen. Hast du das schon mal gemacht? Das ist sehr lustig. Samstag, ich spiele hier gerade mein erstes Spiel mit dir, ne? Also ja. Von dem her. Okay, dann lichten wir mal, gehen wir mal vor Anker. Und jetzt geh mal hier. Welche ist denn ungeladen? Die sind alle geladen, ne? Ich habe alle wieder nachgeladen. Entladen wir mal die hier. Kanone wird entladen. Ja. Jetzt gehst du hier vorne hin. Ja. Drückst R. In Kanone klettern. Und drehst dich nicht auf die Insel aus. Geht nicht. Soweit es geht halt dann. Shit. Man muss die vorher ausrichten. Ja. Die haben hier Chicken. Sag mir jetzt nicht, dass ich das Chicken gerade völlig umsonst hier gekillt habe. Ich habe eine Munitionskiste gefunden. Oh, cool. Lass mal alles hier an einer Stelle lagern. Wie kann ich die denn wieder abwerfen? X. Ah ja. Okay, hier ist noch eine Banane, noch ein Holzbrett. Oh, wir haben hier seltenen Tee. Wir brauchen so ein Ruderboot. Mit dem kann man nämlich viel mehr transportieren. Wo kriegt man sowas? Das müsste irgendwo rumliegen. Der Captain war irgendwo hier. Du hast ihn hier irgendwo an der Südspitze. Hier ist ein Ruderboot. Ah, wunderbar. Aber das ist zerstört. Entschuldigung. Oh, schade. Kiste öffnen. Kiste ist leer. Ja, der Captain hat nämlich noch irgendwas fallen lassen. Das müssen wir unbedingt mitnehmen. Naja, das ist kaputt. Schade eigentlich. Kann man das Ruderboot dann hinten am Schiff festmachen oder wie läuft das? Ja. Genau so ist es. Und sind so Gräber? Du hast doch den Captain hier irgendwo ziemlich genau an der Spitze gekillt, oder? Hier hinten, guck mal, hier ist noch ein Teil von der Insel.
Das war da. Nee, Sams, safe nicht. Das war hier. Weil wir, ja, weil wir haben ja. Ach, guck ja, mal, wenn du da hinten runter guckst. Ja, stimmt, du hast recht. Die Meerjungfrau bietet mir an, dass ich zurück zu meinem Schiff kann. Ja, ja. Also, was auch immer der Captain hier gehabt haben soll, ich find's nicht mehr. Ja, das war ein bisschen im Wasser drin. Ja, guck mal, wo ich bin. Ich bin schon im Wasser. Da leuchtet was. Befehle des Skeletts, meintest du das? Ja. Daher ist das eine. War das so eine Schriftrolle? Ja. Ah ja, das ist es. Sehr gut. Wo finde ich die denn? Oh Gott, hier kommt ein Skelett. Okay, ist gekillt. Wo finde ich denn die Befehle des Skeletts? Weiß ich nicht. Oder habe ich die jetzt einfach aufgenommen? Mehr? Hier gibt's noch mehr Schätze. Wir haben ja erst die Hälfte gefunden davon. Ja. Guck mal. Ja, ja, ja. Siehst du den unteren? Den haben wir. Da ist das X jetzt weg, weil ich den ausgegraben habe. Das heißt, wir müssen jetzt noch die da am nördlichen Teil der Insel finden. Mit dem Hühnchen, mit den Hühnchen kann man übrigens nichts machen. Ich habe es probiert. Okay. Hühnchen totschlagen nützt dir gar nichts. Giftschlange! Oh Gott. Oh, ich habe keine Muni mehr. Wir hatten doch eine Munitionskiste, oder? Habe ich hier irgendwo hingelegt? Hier irgendwo hingelegt? Kiste mit feinen Gewürzen. Ah, ja. Lagerkiste. Da ist sie. So, wo ist die Schlange hin? Weg. Die Schlange habe ich gekillt. Ah ja, gut. Griffin, der Pirat. Der schaut aber nicht mehr gesund aus. Nee. Okay. Fass öffnen. Hast du schon mal einen Schatz gefunden? Ich hab doch... Hab ich nicht den... Nee, du hast den ersten gefunden. Ja. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind da ja ganz da hinten. Nee, warte mal. Es muss eigentlich hier vorne am Strand noch irgendwo was sein, oder? Welchen Teil der Insel sind wir? Ich check's gerade gar nicht. Wo ist denn der Kompass? Da wo wir die Kisten abgelegt haben, da in der Nähe muss noch ein Schatz sein. Norden. Im Südwesten ist das andere Ding. Ja, das ist das hier, okay. Okay, hier müsste ja der eingezeichnete Felsen sein. Sind die Schätze durch irgendwas markiert? Du musst, du musst deine Schaufel rausholen und dann an der Stelle, wo du glaubst, dass es ist, im Boden graben. Du musst deine Schaufel rausholen. Wir haben hier, du erinnerst dich an die Stelle, wo wir den Captain getötet haben. Ja. Da ist ja in der Nähe noch so ein X bei den Steinen, die am Wasser sind. Da stehe ich jetzt gerade. Ah ja. Das X ist direkt an den Steinen. Das heißt, hier muss doch eigentlich der Schatz sein. Jawohl, ich hab was. Bist du auf die Kiste gestoßen? Ah, sehr gut. Ah, ich hab auch eine. Oh Gott, hier sind Skelette. Oh Gott, ganz viele. Ich komme sofort. Ich bring mal kurz die Truhe des Captains zum Sammelpunkt. Hilfe. Geronimo! Oh, ich hab daneben geschossen. Okay, wen haben wir? Jetzt rennen sie weg. Haben sie jetzt Angst oder was? Jetzt komm her, du Sau. Jawohl. Okay, gut, die haben wir erledigt. Es gibt hier übrigens auch eine Laterne, ne? Dann sieht man ein bisschen mehr. Ja. Oh, noch ein Skelett! Oh. Oh Gott, noch ganz viele. Hinter dir. Jo. Oh Gott, noch ein. Ah, scheiße. Du kannst übrigens deinen Schlag aufladen, ne? Ja. Boah, das sind ja zwei Kisten. Das ist ja der Hammer. Aber die Skelette kamen raus, als ich die eine Kiste
angefangen habe auszugraben. Boah, wir müssen unbedingt unsere Kisten abgeben. Wir haben so viel Beute schon. Wenn jetzt Leute kommen. Wir müssen unser Schiff näher bringen, glaube ich, Philipp. Das hat sonst keinen Sinn hier, oder? Die Überlegung wäre halt, ob wir mit kleiner Fahrt das Schiff nicht einfach am Strand auflaufen lassen. Aber dann die Kanonentürme werden weiter auf uns schießen. Nee, man kann die, glaube ich, ausschalten. Und zwar wie? Also da gibt's eine Leiter. Ich gehe da jetzt mal hin. Das sind Skelette, die die Kanonen bedienen. Okay. Können wir mit diesem Kanonenturm da deaktivieren, müssten wir eigentlich das Schiff näher ans Ufer bringen können, richtig? Ja. Ich schwimme mal mit dir mit. Mhm. Aber wie in Warzone am Ende der Leiter kurz pieken. Hier ist niemand. Die Kanone ist entladen. Beide Kanonen sind entladen. Dann schieße ich mich aufs Schiff. Ich hole das Schiff einfach. Warte mal. Du hast jetzt die Kanone geladen, glaube ich, oder? Nee. Muss die erstmal ausrichten noch. Ich schieße mich jetzt aufs Schiff. Wie hast denn du das Ausrichten gemacht? Warte, ich komme dann gleich mit. Am Anfang. Wenn du okay. Geht noch etwas weiter, ne? Na, wenn du noch ein bisschen links ausrichten kannst, dann wäre gut. Das geht leider nicht. Das geht nicht. Das ist schon so weit links wie möglich. Ja, dann bin ein Stück nach oben noch. Ja. Okay, wir haben Wind von hinten, das heißt, wir können mit einem kleinen Segel kleine Fahrt machen. Nope. Ich richte mal das Hecksegel schon drauf aus. Ich lichte einfach schon mal den Anker. Ja. Dann geben wir mal ein bisschen Hecksegel. Lenk schon mal ein bisschen ein nach Backbord. Ja. Da der ewig alleine. Ja, alleine braucht man richtig lang für den Anker. Jawohl, wir machen kleine Fahrt. Okay, ich hoffe mal, wir überleben's. Also wenn jetzt auf einmal der Kanonenturm anfängt zu schießen, dann bin ich sauer. Ja. Okay, lenk schon mal wieder zurück, weil das dauert sehr lange, bis es reagiert, ne? Harpune benutzen. Was kann man denn? Kann ich jetzt mit der Kisten holen? Weiß ich nicht, was du kannst. Also mit der weiß ich nicht, was man damit macht. Sams, Anker. Ah ja. Warte kurz. Anker auf meinen Befehl. Das dauert eh mal ein bisschen. Entschuldigung. Hab ich schon gemacht. Aber ich glaube, wir haben eine gute Position jetzt. Boah, liegen hier viele Kisten. Okay, auf zum Schiff. Sieht schon gut aus, unser Kahn, muss ich sagen. Mhm. Sag mal, können wir uns für da unten auch noch Kanonen kaufen? Kann sein, ja. Ich tu die jetzt nicht hoch, das ist mir zu blöd. Ja, dann tu sie doch unten rein, oder? Ja, können wir auch machen, egal. Ja gut, dann stellen wir sie alle beim Captain ab. Ja. Nehmen auch mal diesen garstigen Schädel und leg den in die Captains Kabine. Ja. Vor uns müsste direkt einer sein, Richtung... Ne, da musst du jetzt aber nach Steuerbord Richtung drehen. Südwesten, Süden, Südwesten, ja. Dann drehst du jetzt nach Steuerbord. Backbord. Backbord. Und dann kommen wir am Sharkfin Camp vorbei, falls das ein Outpost ist. Ja, oh, wir werden wieder beschossen. Ja. Wir müssen etwas mehr Fahrt aufnehmen. Ja.
Kannst du noch ein, zwei Segel Fahrt kommt, Fahrt kommt, Fahrt kommt. Wunderbar, danke. Die Segel müssen umgestellt werden. Ja, Segel werden gestellt. So, Segel sind vor dem Wind. So, von wo aus werden wir denn beschossen eigentlich? Wo ja, von der... Her? Von ja, ja, aber die Position. Ah, oben, im Höhleneingang. Sind wir noch richtig? Glaub schon. Kurs? Versuch uns gerade Zeit zu erkaufen. Oh, zu knapp. Zu kurz. Okay, Kanone out of range. Schau nochmal auf die Karte. Kann sein, dass wir ein bisschen Steuerbord müssen. Ja. Ne, bisschen Backbord. Backbord. Backbord drehen. Backbord weiter drehen. Backbord, echt? Ja. Ich, ja. Oh Gott, wir haben Leck. Oh. Aber da fahren wir doch auf eine feindliche Insel zu. Weiß ich nicht, wir fahren auf das Sharkfin Camp zu. Ja, wollen wir da hin? Nee, da wollen wir nicht hin. Weiß ich nicht, aber Sams, wir nehmen gerade Wasser. Okay, aber wir wollen nicht zum Sharkfin Camp. Hier wollen wir hin. Dann markier mal, wo wir hin wollen. Ja, habe ich markiert. Aber es ist in der Verlängerung vom Sharkfin Camp. Vor uns ist ein Felsen, das ist nicht gut. Kannst du mich durchmanövrieren? Ja. Steuerbord. Steuerbord ist rechts, wir drehen Backbord. Aber Backbord geht auch. Jetzt dreh Backbord. Ja. Backbord ist ja auch in Ordnung. Backbord weiter drehen. Okay. Gerade Fahrt. Ja. Ich mach mal unten weiter. Okay, wir sind wieder trocken. Sehr gut. Konnte ich hier okay, einen noch den fahren. Wir haben. Wir müssen die Segel schon wieder drehen. Ja. Wir haben Wind genau vom Backbord kommend. Ja, weil wir machen gute Fahrt voraus. Wir drehen aber auch leicht nach Backbord, ne? Ja. Nach Steuerbord drehen wir, meine ich. Steuerbord, ja. Das muss man ein bisschen gegenkorrigieren. Ich prüfe den Kurs. Ja, aber passt. Wir müssen eigentlich nach Steuerbord eindrehen. Ach so, okay, gut. Ja. Weil wir müssen ja genau hier hin. Das passt dann schon. Ist das hier auf 13 Uhr? Ja, das, was da auf 2 Uhr reinkommt. Ja. Ja. Die große Vulkaninsel da. Ja. Ist es das schon? Ja. Ah, okay, ja, dann müssen wir noch härter. Also das ist die markierte Insel. Ja, ja, gut. Ja, der Outpost brauchen wir halt, ne? Kannst du Outposts direkt in der Karte markieren, oder was? Ja, ja, da steht Outpost dabei. Alter, jetzt liegen wir aber hart im Wind, geil. Oh ja, das Schiff liegt auch nur ein bisschen schräg. Kaum. Jetzt sollten wir mal wieder ein paar Segel runterlassen. Nicht, Segel streichen. Ja. Streiche Frontsegel. Wir fahren sonst noch vorbei an dem Betonung Ding. Liegt auf Streiche Frontsegel. Okay, Frontsegel gestrichen. Ja. Okay, ich muss gestehen, ich bin manchmal verwirrt mir hier die Kamera zu schnell. Ja. Mittelsegel gestrichen. Hart Steuerbord. Wir kommen perfekt am Steg an, glaube ich. Außenposten Daggertooth, jawohl. Na schön, Philipp. Ha! Können wir das machen? Ja, das ist ja ein Traum von einer Schifffahrt hier. Ja, jetzt was für ein Manöver, ey. Was jetzt drehen wir ein bisschen nach Backbord. Ja.
Und du musst den Winkel des Hecksegels nochmal verändern. Warte, ich mach das. Ich mach das. Ja. Dann nehmen wir noch einmal kurz einen Meter Fahrt auf. Und dann streiche ich die Segel. Beziehungsweise jetzt können wir einfach hier den Anker lichten. Warte. Streich die Segel. Jetzt Anker setzen. Ja. Oh, perfekt. Was? Wie perfekt ist das denn? Junge! Nein. Junge, was ist das denn für ein Anlegemanöver? Wunderschön. Nice! Wunderschön! Wunderschön. Okay, so. Und jetzt die Kisten abgeben. Ja. Die wertvollsten zuerst. Ja, ich hab mal den garstigen Kopfschädel. Ah, der schaut auch sehr gut aus. Oh, aber schade. Irgendwie, ich weiß nicht so, wie man. Man kann nicht springen mit Dingen in der Hand, aber hier ist eine Leiter. Ah, hier ist eine Leiter, Gott sei Dank, ja. Hä? Die kann ich nicht benutzen mit dem garstigen Kopfschädel. Ah, doch, jetzt. Das geht schon. Okay, und jetzt müssen wir zu dem in dem Zelt, zu dem Dude. Wo ist denn der Zeltmann? Ah, da hinten. Der 873 Gold? Wow. Hey, ich kann aber bei dem nur... Nee, kann ich nicht. Ach so, ah, dann muss man den Schädel irgendwo anders verkaufen. Vielleicht bei der Madame Oprah. Versuch's mal, ja, ich weiß nicht. Ah, verkaufen, garstiger Kopfschädel. Sag mal, wie viel der gibt? 807 auch. 807, boah, nicht schlecht, Alter. So, wir laden jetzt hier weiter aus. Und beenden damit die Folge. Falls es euch Spaß gemacht hat, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Es kann nur schlechter werden. So schön anlegen werden wir nie wieder. Bis dahin, haut rein.